Mein nächster Gast hat sich sehr spät im Leben dazu durchgerungen, mich nett zu finden. Aber das kann sich heute durchaus wieder ändern, denn sie ist mit 91 immer noch sehr flexibel. Ich freue mich, dass sie da ist. Ich weiß nicht, wird sie mich küssen oder beißen? Ich freue mich auf beides. Willkommen, Inge Meisel. Guten Abend. Es scheint. Hallo, ich hab's gehört, sehr gut. Servus. Hallo. Guten Abend. So, die erste Nicht-Blonde auf der Bank, wird Zeit. Wohin? Inge, einfach bitteschön. Ich hab mir das extra. Achso, Entschuldigung. Na, sag mal. Wollen wir einen Kindersitz mitgebracht hier? Nein. Nein, aber für meinen Pudel. Achso, na, das ist hübsch. Seien Sie sehr nett zu mir, ich habe Angst. Aber nein. Aber ja. Ich bin doch da. Na, das ist auch was. Dann bin ich beruhigt. Inge, gerade einen Film abgedreht. Es gibt ja Menschen, die in ihrem Alter ein bisschen... Ja, das ist... Da könnt ihr noch was lernen. Bin schon... Ja, großes Vorbild. Mai fängt man wieder an. Mai fängt man. Nur mal. Nein, andere werden in Ihrem Alter ein bisschen ruhiger. Sie haben gerade einen großen Fernsehfilm abgedreht. Ja. Wie kann man sich, ich habe ja als Schauspieler deswegen auch mein Waterloo erlebt, weil ich einfach keine Drehbücher lernen kann. Wie kann man sich so konzentrieren, dass man diese Texte lernt, wo andere Leute schon nicht mehr wissen, wie sie heißen? Indem man nachts lernt. Nachts, ja? Nachts. Es hat ja keinen Zweck, wenn man früh aufsteht. Und dann denkt man, hat am Tag vorher gelernt. Ich lerne nachts. Mhm. Ich lerne auch fürs Theater nachts, damit ich früh üben kann. Und wenn ich filmen kann, lerne ich eben nachts. Und ich wache um 6 früh auf, stehe auf, trinke einen anständigen Kaffee und fange wieder an, Text zu sagen. Fleißig, fleißig, fleißig. Ja. Wenn Sie Fernsehen gucken, was gucken Sie? Fernsehen? Ja. Alles, was es auch gibt. Wenn ich nicht arbeite, sehe ich fern bis früh um 3 oder 3:30. Ich kann ja nicht schlafen. In dem Alter kann man nicht mehr schlafen. Nur sagen ja alle, das Programm wird immer schlechter. Sie haben ja schon ein bisschen Überblick. Aber nein, das Programm ist sehr gut. Fangen Sie nicht an, gemein zu werden. Nein, 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 nein. Das Schönste, was Sie mir sagen können. Aber wir schimpfen doch alle aufs Fernsehen. Früher war alles besser. Das macht ja nichts. Also Sie sehe ich immer. Dann bin ich beruhigt. Andere Frauen, auch in relativ jungen Jahren, lassen ja heute schon an sich rumbasteln. Ich glaube, bei Ihnen ist bis auf die Zähne noch alles echt, oder? Soll ich sie rausnehmen? Nein! Nein, aber. Ja? Wenn ihr ja sagt, nehme ich sie raus. Nein, 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 nein. Nein, aber. Nee, nee, aber Junge, ich meine. Die einen sagen, also an der Nase machen wir ein bisschen was anderes. Diese anderen sagen, ja, Busen kann man ein bisschen gestalten. Sie sind. Den habe ich noch. Ja, eben, aber so wie der liebe Gott ihn gegeben hat, so sind so sie. So habe ich ihn noch. Wunderbar. Soll ich mich aussehen? Nein, 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 nein. Der Fliege passiert nichts. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Also, wir werden sehen, ob das funktioniert. Jetzt erstmal unsere Wette. Ich sage.